Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wir sind heute auf der Karte Lemmental unterwegs hier. Fahren das Ganze mit dem O530. Ja, ihr seht schon, Euro 3 Voltgetriebe. Mal schauen, wie das Ganze uns heute gefällt. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir Lemmental noch nicht. Mal schauen, ob das Ganze daher gut verläuft oder eher weniger gut. Lemmental ist eine Karte, die ich mir eigentlich schon längst einfach mal anschauen wollte, ich aber leider dazu nie gekommen bin groß, weil es denn immer da irgendwas Neues gab und hier irgendwas Neues gab. Deswegen ist Lemmental zum Beispiel eine Karte, die bei mir komplett untergegangen ist und das möchte ich mal jetzt gerne mal ein bisschen nachholen, dass wir uns hier die Karten mal so ein bisschen anschauen. Und ja, ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Wege. Wir sind auf der Linie, glaube ich, 457 unterwegs, die wir uns jetzt aber erstmal holen müssen. Also schauen wir mal. Montag bis Freitag. Ja, das funktioniert schon mal wunderbar, denn wir sind auf dem Samstag. So, mal gucken. 457. Haben wir hier überhaupt was? Nö. Das ist natürlich wieder mal... ich habe jetzt eigentlich nichts anderes erwartet. Ja, Sonn- und Feiertage haben wir auch nichts. Naja, klasse. Dann müssen wir mal gucken, dass wir mal hier den Tag mal umstellen. Und zwar mal machen wir das Ganze... toll, das können wir jetzt natürlich nicht mehr machen. Dann hat sich das eigentlich ja schon fast erledigt, was ich hier machen wollte. Schauen wir mal nach. Was haben wir denn hier für Linien? Lemmental Birkenforst Hirsch, 452, 457... Also davon wird's, muss es wohl eine werden. Müssen wir hier halt immer gucken. 457 bis 15.08 Uhr von Hauptbahnhof. Nee, das ist aber, das ist blöd. Ich möchte gerne von... von Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof. Hey. Das macht Sinn auf jeden Fall. Birkenforst nach Birkenforst? Von Birkenforst nach Kleinsteinburg, Altwalle. Ja, dann nehmen wir das hier. Um 15.25 Uhr startet das Ganze. Um 15.20 Uhr machen wir einfach. So, müssen wir leider nochmal die AI laden lassen. Und dann sind wir also auf der Linie 452 unterwegs. Nicht 457. Ja, das ist halt immer so ein bisschen... ja, mit den Wochentagen, weil ich ja meistens ja immer am Wochenende aufnehme, komme ich eigentlich selten dazu, mal in der Woche zu fahren. Und das ist natürlich dementsprechend, stelle ich mir das halt immer ein. Aber diesmal hat es mal wieder nicht funktioniert und von daher müssen wir mal uns eine kleine Notlösung hier aussuchen. Außerdem habe ich gesehen, dass die Linie wahrscheinlich gar nicht so lang war, die 457. Deswegen passt die 452 doch ein bisschen besser. So. Somit sind wir da. Da oben haben wir es. 452 nach Kleinsteinburg. Von Birkenforst 15.25 Abfahrt und Ankunft ist 15.54. Naja, hätte ich noch im Rahmen. So. Linie 452, Route 01. Nö, Route 02. Das ist auch nicht, oder? Ne, Kleinsteinburg. Route 4, Route 6, Route 5, da haben wir es, wunderschön. So, dann lassen wir mal hier alles aufrüsten. So, Kraftstoff, ja, passt. So. Ja. Zitter nicht, komm rin, Kind. Oh, wirklich? Ist dein Ernst? So, okay. Ja, dann Lemmental das erste Mal, wie gesagt. Guten Tag. Bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet, auf jeden Fall.
Normalerweise habe ich immer so kleine grobe Vorschau, wie die Karten mir gefallen. Ich hoffe natürlich auch, dass die Karte auch ohne Probleme funktioniert. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn man vorher die Karte selbst halt noch nie getestet hat. Aber schauen wir mal. Wird schon hoffentlich hier alles gut gehen. Zum großen Teil habe ich ja eigentlich alle Sachen ja schon installiert. Also von daher müsste das eigentlich passen. Ich werde mal hier schon mal die Dings anmachen. Die sind schon an. Ich werde das auf 2 Minuten beschleunigen. Und wir haben scheinbar keine weiteren Mitfahrer. Nein, dann können wir auch uns von dannen machen. Alter, unter dem... Nächste Haltestelle, Lemmental Altborner Weg. Nächste Haltestelle, Lemmental Altborner Weg. Ich weiß nicht warum. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 457 und 459. Macht man so einen Dinger darauf, auf diese Scheibe? Ey, das ist eine Fensterscheibe! Das ist da jetzt nicht dein Ernst? Es ist schon wieder das Gleiche? Nee. Nee, Freunde. So nicht. So nicht. Das ist mir eigentlich jetzt relativ. Das ist ja wie in der letzten Fahrt. Das gibt's doch gar nicht. Ramsch. Wahrscheinlich ist gleich Scheibenwerfer wieder kaputt hier. So, 452. Das ist jetzt natürlich wieder ärgerlich, weil es genauso hart fängt wie im letzten Video. Also das ist nicht geplant, ja, dass wir hier gleich am Anfang uns ja schön erstmal den Bus hier zerschmettern lassen. Gucken, ob das hier alles funktioniert. Sieht gut aus. Aber die fahren sogar in sich selbst, also von daher... ist eigentlich alles im grünen Lot. Hallo. Hallo. Naja. Schande über mein Haupt. So, 452 müssen wir nächste hier Haltestelle, Lemmental-Bonner Gürtel, Theater. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 100 und 458 sowie zum Sightseeing-Verkehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Karte relativ groß ist. Ja, man kann sich hier echt schnell verfransen, wenn man die Karte natürlich nicht kennt. Hoffen wir mal, dass mir das heute jetzt hier nicht passiert. Nämlich wegen sowas hier. Hast du denn hier 1000 Pfeile? Das schwert das Ganze natürlich ein bisschen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Einmal Kurzstrecke. Gutstrick. So. Ding. Nächste Haltestelle, Lemmental Markt. Umsteigemöglichkeit zur Linie 100 sowie zum Sightseeing-Verkehr. Thank you.
Tja. Also wie gesagt, Lemmental. Ich weiß aber, dass Lemmental so an sich im Allgemeinen auch nicht gut angekommen ist. Ich verstehe gar nicht, warum. Also wenn ihr da mal so ein paar Infos von mir habt, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare posten. Schön, dass du mit mir nicht redest, Kolle. Eine Tageskarte, bitte. Tageskarte 11.20. Mal sogar passend. Ich hätte gerne einen normalen Fahrschein. 3,10 Euro. Ich habe zu wenig Rückgeld erhalten. Hä? Ach, sie hätte 10 Euro gegeben. 2, 4, 6. Entschuldigung, sie haben mir zu viel Rückgeld gegeben. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. So, also machen wir. Zack. Zack. Danke. Ja, bitte. Hallo. Ich hätte gerne einmal Schüler. Das war es gewesen, genau. 2, 4, 6, 8. So. Danke. Rechnen sollte man können. Nimmt man an, so als Busfahrer. Aber die hat mich jetzt total curry gemacht, weil ich die ganze Zeit davon ausgegangen bin, dass sie mir nur einen Fünfer gegeben hat, statt einen Zehner. Ja. So kann man sich täuschen. Nächste Haltestelle, Lemmental, Bonner Gürtel, Post. Spur. Die linke Spur einmal bitte, danke. Bin schon gespannt auf die nächste Leitstellenfahrt. Hoffentlich wird die definitiv wieder besser als die letzte, die wir hatten in Schönau. Aber ich gehe mal davon aus, dass die besser wird. Weil das mit der Straßenbahn, das war mir schon fast klar gewesen, dass das halt nicht so gut ankommt. Weil viele halt doch wirklich Schwierigkeiten damit haben. Auf jeden Fall zeigt mir das aber, dass das wahrscheinlich, wenn das irgendwann mal in Lotus funktioniert, echt, echt gut wird. Das könnte wieder ein echter, das könnte wieder richtig Spaß machen. Ich meine, das macht ja halt auch mit Bus Spaß, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es sind halt keine neuen Linien mehr. Alle wollen halt eine bestimmte Linie fahren, also eine bestimmte Strecke zum Beispiel. Die dann aber wahrscheinlich die meisten wieder nicht haben aus irgendwelchen Gründen. Das ist halt so das Schwierige, was ich mir jetzt mittlerweile halt vorstelle. Ich versuche jetzt halt immer so ein, zwei DLCs immer dazu zu holen. Und dann... Oh, das sieht nicht gut aus da hinten, Leute. Das sieht nicht gut aus. So, der packt sich jetzt gleich hier. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob die Karte halt funktioniert, ne? Das ist mein Problem. Ja, einen normalen Fahrstuhl. Was man da dann immer so für Karten nehmen kann. Deswegen wäre es halt immer mal schön zu wissen, was sind denn so eure Karten, die ihr wirklich jetzt so am Rauf und Runter spielen seid. Ja, welche Karte muss man halt wirklich spielen, damit das extrem gut ist, großartig ist, ja. Ich bin nicht mehr so unterwegs in der Lotus-Community. In der OMSI, Entschuldigung, in der OMSI-Community. Lotus schon, OMSI weniger. Da bin ich ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Dass ihr mir mal sagen könnt, so, was ist denn jetzt so gerade in OMSI? Welche Karten? Oder was sind jetzt so diese heißen Newcomer jetzt zum Beispiel? Was gibt's Neues so rund um OMSI? Ja, so, solche Sachen könnt ihr ja gerne mal so in die Kommentare schreiben.
Ich weiß auch, dass ich mich vor einigen Folgen verplappert hatte. Natürlich meinte ich nicht Gotha, die Karte, sondern Rota, ja, diese Straßenbahn-Bus-Map, die ja da kommen soll. Also, wie gesagt, Rota, nicht Gotha. Nächste Haltestelle, Lemmental-Kreisberg, Rosenweg. So viel an 2:50. Natürlich blöd ohne Spiegel hier. Was ist hier los? Luft mir doch nicht in den Bus rein, ey. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Gibt's da auch noch Menschen umfahren? Eine Kurzstrecke. Das wäre traumhaft. Genau, du dummes Kind. 2, 4, 6, 8. 10er bezahlen, ey, ehrlich. Aber natürlich wäre schon schön, wenn ihr Karten nennt, die jetzt halt nicht nur 10 Minuten Spielspaß jetzt haben, ja. So wie die Karte Weiden. An sich, Weiden war wirklich gut gebaut, ja, war wirklich... Aber es war halt einfach kaum Content vorhanden. Ja, man muss laufen, alte Sippe. Hallo. Einmal Kurzstrecke, bitte. Ja, dafür denkst du dir, so kannst du jetzt hier... Danke. Bitteschön. So, 452. So, du fährst hier um den Kreis, oder was? Ich hab dann angehalten, mich zu schikanieren hier. Nächste Haltestelle. Sieht so aus. Lemmental, Hohenmarkt, Rathaus. Umsteigemöglichkeit zu den Linien 100 und 456 sowie zum Sightseeing. Ja, komm. Fahr. Oh, ernsthaft. Naja. Nett von dir, aber. Hätte nicht sein müssen. Ich habe ja auf dich gewartet. Ich weiß ja, ihr Autofahrer habt eilig. Ihr habt keine Zeit, keine Geduld. Was ist hier los? Das stimmt hier nicht. Wir haben mal grad los. Hallo. Zu weit, alles klar. Was haben wir jetzt hier? Wir sollen hier die linke Spur wieder benutzen, die ich gerade wieder lese. Hallo. So, inwiefern die linke Spur? Fahren durch den Tunnel durch, okay. Wir fahren durch den Tunnel. Jawohl, doch, muss ja. Das muss ja, anders kann es gar nicht gehen. Anders kann es nicht gehen. Das verwirrt mich, ja, diese ganzen Pfeile, die wir hier haben. Ich hatte die mal ganz kurz mal testweise mal angespielt, da bin ich dann in so einen Kreisverkehr gefahren und da waren dann
so viele Pfeile gewesen, dass man sich da eigentlich überhaupt nicht mehr zurechtfinden konnte. Also das war halt schon ein bisschen... Aber hier merkt man auch, dass die Karte halt schon deutlich älter ist. Ja, dass es nicht mit dynamischen Pfeilen ist. Einmal Schüler. 1,80. 2, 4, 6, 8. Bitteschön. Hallo. Ja, guten Tag. Ja, Elemental ist zum Beispiel auch eine Karte, die ist komplett freeware, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also da braucht ihr keine kostenpflichtigen Add-ons oder sowas. Einziges, was hier ein bisschen interessant ist, ist auf jeden Fall die Installation von der Strecke. Ich glaube, die benötigt doch viel Content, den man sich zusätzlich noch downloaden muss. Aber auch hier, die Karte könnte man tatsächlich mal in den Pott hauen für eine Leitstellenfahrt. Tatsächlich, sie bietet halt wirklich viele Linien. Muss man mal gucken. Erstmal haben wir ja schon die ersten drei Karten, aber das könnte man auf jeden Fall mal so für die nächsten Leitstellenfahrten eventuell sich ja mal vormerken. Weil ich muss jetzt sagen, so der erste Eindruck auf jeden Fall von Lemmental V3, ja, sie ist sehr positiv. Also wenn das jetzt hier noch so durchweg geht, dann habe ich eigentlich keine Probleme mit. Sehr abwechslungsreich, da kann man nicht meckern. Also da habe ich schon deutlich langweiligere Karten gesehen hier in OMSI. Wenn so eine Karte basteln halt nicht so lange dauern würde, weißt du, dann würde es ja, würde ich mich ja da auch nochmal ransetzen. Aber aktuell mit Objektbau und alles sowas kommst du kaum hinterher, irgendwas großartig zu machen. Das ist ein bisschen schade. Ich hatte ja versprochen gehabt, eigentlich, dass wir uns ja an den Mapbau ransetzen hier in OMSI, dass wir uns da eventuell eine neue Karte einfallen lassen. Aber ich komme halt mit dem Objektbau nicht hinterher und macht es halt keinen Sinn, aktuell ja, Karten zu bauen, Dankeschön. Wenn ich kein Content habe. Weil ich versuche ja diesmal, das jetzt so anzugehen, dass wir eigene
Content benutzen, kein Fremdcontent, also Standard-Content vom Simulator selbst, als dann auch meinen eigenen. Tja, das ist holy shit, viel Arbeit. Nächste Haltestelle, Lemmental-Bressner Platz, Eingang Wupperstraße. Und wenn du denn auch noch arbeiten bist, Vater bist. 450, 453 und 455 sowie zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Habe ich nicht alles durch, war das sogar der Platz hier? Zwei Betriebshöfe. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Tür kaputt jetzt oder was? Das wäre es jetzt auch noch. Rote Ampeln. Wenn du Verspätung hast, ist es echt uncool. Da macht es echt keinen Spaß. So, jetzt sind wir beinahe nämlich noch schön Streckenposten weggerissen. Da habe ich das Gefühl, ich bin hier falsch. Zeit verringert sich halt immer noch. Stand der da, 30. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Gut gemacht. Wahnsinn. Die KI hat mal aufgepasst. Was ist denn da los? Schnell raus hier aus dem Tunnel. Bloß schnell raus hier. Das ist keine Chance hier. Irgendwas zu reißen, wenn du hier drin steckst. Mit 60 genau.
Und da kommt auch noch so ein Achtungsschild. 60, Achtung. Aber dann sagen wir, wir sind hier richtig. Das ist ja der Wahnsinn. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass wir hier nochmal an der Haltestelle ankommen. Das ist ja der Wahnsinn. Guten Tag. Tachchen. Ohmschen. Es geht. So. Das ist genau wieder so eine richtige Passage für mich, ja, wo man sich wieder wahrscheinlich richtig schön künstlich aufregen kann. Nächste Haltestelle, Hochstrund-Feldweg. Umsteigemöglichkeit zur Linie 450. Aber eigentlich mag ich ja solche Passagen hier richtig. Warum stellt er immer ein 60er-Schild hin und dann Achtung Kurve? Müsste man da nicht eher runterbremsen als beschleunigen? So, guter Eisverkehr. Büb, büb. So, scheint nach Endhaltestelle zu klingen. Es bewegen sich so viele Leute zum Ausgang des Busses. Auf jeden Fall schöne Karte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also es sind zwar interessante Streckenführung teils. Ja. Also es kann schon echt böse wehtun. Oder nicht Endhaltestelle. So, Kleinfelde. Nächste Haltestelle, Kleinfelde. Guten Tag. Guten Tag. Ah, das Ohmschuh muss auch noch mit hier. Mann. Ich hätte gern eine Tageskarte. Ja.
versuchst hier gerade so ein bisschen die Zeit rauszufahren. Da kommt im Orbit schon an und wird unter der Tageskarte. Yes! Das läuft. Schnell Screenshot aufgenommen hier. Fuck you, Goethe. An sich, der Film war nicht so geil. Hallo. Aber der Elias Mbarek, der Schauspieler, kann ich doch schon sehen lassen. Aber ist doch okay, die Strecke. Also, ihr könnt ja mal gerne mal eure Meinung natürlich mal wieder hier in die Kommentare posten, ne? So wie ich es wahrscheinlich in jeder Folge von euch irgendwie doch verlange und keiner tut's. Schreibt nochmal in die Kommentare, was euch so gefällt. Selbstverständlich ist natürlich schon eine relativ alte Karte. Jeder sollte sie bestimmt schon kennen. Sommerteich. Nächste Haltestelle, Kleinsteinburg, Sommerteich. So schön eine Haltestelle ausgelassen haben. War natürlich erst recht Verspätung. Nächste Haltestelle, Kleinsteinburg, Margaretenhöhe. Rin-tin-tin. Immer diese Autofahrer, die hier mitten auf der Straße stehen müssen, weißt du? Blödes Gesindel. Ich glaube, es hackt, ey. Weil ich die Karre abschleppen lassen. So,
Damit hätten wir es. Damit haben wir die Linie 452 hier in Lemmental uns mal komplett angeschaut. Ja, war doch eine ganz nette Fahrt. Außer mal den Unfall, den obligatorischen Unfall am Anfang natürlich. War es doch eigentlich eine relativ entspannte, ruhige Tour hier mal wieder in Omsi. Aber mal schön, dass wir uns jetzt mal so langsam aber sicher rantasten an wirklich mal diese ganzen Freeware-Mods-Karten. Müssen wir natürlich uns immer noch ein paar Linien anschauen. Wir haben natürlich bei weitem nicht alles gesehen. Aber wie gesagt, ihr könnt gerne mich unterstützen, was man so mal auf jeden Fall mal gespielt haben muss. Ja, das wäre dann mal schon so eine kleine Hilfe. Auf jeden Fall werden wir uns Lemmental, Gärten und Grevrath und Ruhrau und alles sowas, Städtedreieck und was weiß ich, was es da alles gibt. Da werden wir uns auf jeden Fall noch diese ganzen Linien mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen und mal schauen, ja, welche Linie uns denn davon so ein bisschen allgemein am besten gefällt. Mal gucken, wo die Reise da auf jeden Fall hingeht hier mit natürlich Omsi. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!